Aber hier hat's keine. Ach komm, ich will steuern. Hallo, wieso lässt du dich? Komm. Ja, jetzt. Weil das Boot muss man mit den Maustasten, mit der Maus steuern. Und ja, das geht manchmal schlecht. Weil das Boot irgendwie nicht erkennt, dass wir die Maus bewegen, aber jetzt geht's ja wieder. So, haben wir hier nichts. Ich bin nicht zu weit weg. Hier könnte irgendwo eine Insel sein noch. Hier gibt es nämlich Seerosen. Nö. Da ist wirklich nichts. Ach, die Welt. Ich mag die Welt irgendwie nicht, wenn sie so viel Wasser hat. Ich hatte mal eine Tropikraft-Welt, wo wirklich fast nichts Wasser war. Und jetzt habe ich eine, die extrem viel Wasser beinhaltet. Ach schade, nichts gut. Aber hier haben wir genug Platz, um Schiffe zu bauen, alles Mögliche. Und hier haben wir sogar nochmals einen Vulkan, der ein bisschen größer ist. Hier haben wir eine Insel. Ja, was haben wir hier denn? Ach, wieder Zuckerrohr. Aber das nehmen wir jetzt nicht mit. Umkreisen wir mal die Insel. Ja, nix, schade. Hier haben wir dann jetzt, und hier haben wir Bombos, wenigstens Bambus. Oh, nicht, stopp, stopp. Ja, ich will es abbauen. So. Und jetzt haben wir hier Bambus. Sehr schön. Ein paar lassen wir noch hier. So. Ja. Von diesen Güssal können wir noch mitnehmen. Die nehmen wir mit, die sieht schön aus. Also auf Bären habe ich keinen Bock mehr. Ja, aber leider keine Ananas. Hier haben wir wieder eine Insel. Oh, hier haben wir einen neuer Baum. Das müsste Magic Wood sein. Und endlich mal ein größeres, eine größere Insel. Und das Boot. Ah, hier haben wir noch Grüne. Was sind die Grüne für Ding? Kiwi oder so. Lime. Aha, das ist Lime. Limonen. Lime und Limen. Aha. Okay, ich hoffe, die sind jetzt besser. Aber die droppen fast nie. Jetzt. Ja, die sind genau gleich, immer nur eins. Das ist blöd. Aber dafür haben wir sehr viele Setzlinge. Gut. Ja, einen reicht. Gehen wir mal rüber zu diesem Baum. Ah, die machen so Rauch. Okay, Glitzerstaub. Ah, Großholz heißen sie. Ein bisschen nehmen wir mit. Auch wenn dann der Baum ein bisschen halb aussieht.
Ja, von Towncraft, wie man sieht. Ah, der Mod, der habe ich sehr oft, also zugeschaut bei beim Mega-Projekt war er ja drin. Haben viel gemacht, zum Beispiel Sparko Phoenix hat dort ein bisschen was gemacht, also viel gemacht. Und ja, andere auch ein bisschen. Und dann habe ich das bei Feed the Beast Ultimate, genau, habe ich das ein bisschen selber ausprobiert. Hab kann dann nicht mehr so gut nach, weil es sehr geendet wurde und ich natürlich auch nicht alles gemerkt habe. Aber hier haben wir Bären. Die sind besser. Die wachsen schneller wieder nach und so. Und die muss man nicht abpflanzen. Nur abgewinnen. Aber leider sind wir voll. So, und irgendwas noch weglegen. Ja, okay, die Limone essen. So, jetzt. Die lassen wir hier. Und gehen jetzt ein bisschen weiter schauen. Ah, hier haben wir überall. Ich sollte nur den oberen Teil weglegen. So, also den unteren Teil lassen. Und so haben wir genug. So, jetzt haben wir hier ein Festland. Ja. Große Insel. Nennen wir die Insel Eftropia. So. Gut. Na, gibt's noch irgendwas? Okay, die geben nur halb, aber essen viel schneller. Ach gut. Überall gibt's hier Bambus. Wieso nicht überall so viel? Hier haben wir zwei Greatwood Bäume. Und irgendwie die sind immer halber, also die sind kaputt. Liegen am Boden herum. Dort ist wieder so ein helles Wasser. Was das ist, von welchem Mod der, das Wasser überhaupt ist. Müsste irgendwas Magisches sein. Ja, hier auch. Helles Wasser, also leuchtendes Wasser. Ja, das war's scheinbar. Mit der Insel. Hier haben wir noch eine Nebeninsel. Aber hier drauf ist nichts. Hier haben wir rote Bären, oder sind das auch schwarze? Das sind auch die schwarzen. Nehmen wir auch mit. Okay. Okay, das war's wirklich. Schade. Okay, dann gehen wir wieder zurück. T. Machen uns hier eine Truhe und legen dort das Zeugs rein zum Hochlegen dann. So, Bambus, Brombeeren, Lime Trees, ja. Das Bambus muss ich mitnehmen, die Limons. Wenn ich die Limons einfach irgendwo hier hinsetze. Ja, genau. Dann machen wir hier mal eine Reihe neue Limons. Und legen die... Ah, wir müssen die auch kräften.
Ein Flower Pot. Ah, stimmt. So. So. Oh. Ah, Kokosnussschalen. Stimmt, das haben wir noch vergessen. Ja, da drüben. Genau, ich wusste doch, ich habe es vergessen. So, wie kommen wir hier hoch? Sehr schön. Ja, und jetzt wieder zurück. So. Dann haben wir auch eine Pina Colada getrunken. Sind wir stockbesoffen? So. Ich will es trinken. Gut. Ei. Und jetzt ist es wieder gefährlich. Oh je. Oh. Bäh. Brennende Schokolade. Geht. Aber wenigstens mal wieder Fleisch zum Essen. So. Ja, da passiert ja gar nichts. Ah. Wir brauchen ja volles Teil. So, die müssen wir unbedingt mitnehmen. Die machen wir jetzt hier links. Die nicht. So, was haben wir denn hier? Irgendetwas, das waren... gebrauchen könnte. Stein haben wir. Gehen wir mal runter. Ich mach dort an dem Ding zu. Das ist mir zu gefährlich. Dann gehen wir mal hier ein bisschen in diese Richtung. Nehmen die Kohle mit und warten, bis es wieder Tag ist. Kann man nicht irgendwie die Daytime anzeigen lassen? Hm.
Ah, hier ist was. So, die Quelle sollte jetzt ganz weg sein. Ja. Ja, hier ist noch ein bisschen. So. Aber was ist das? Atopisches Wasser. So hell. Hier ist Sand. Was ist denn im Sand drin? Da muss doch irgendwas versteckt sein. Es ist einfach unterirdisch. Sand ist ein bisschen merkwürdig. Kupfer, sehr wichtig. Ja, Eisen, natürlich. Okay, graben wir einfach hier runter. So. Und hier ist nochmal so eine Quelle. Ja, hier ist leider nichts mehr. Oh, hier haben wir ein neues Erz. Archialkium. Das tönt noch gut. Also das kenne ich von anderen Games. Das hört sich gut an. Ja, hier haben wir eine andere Map. Eine Radar-Map. So. Jetzt. Du stirbst bitte. Ich wollte jetzt die Gegend erkunden. Erkunden wir hier mal die Gegend. So. Machen wir mehr Öfen. Die legen wir mal hier rein. So, mehr Öfen. So, hier noch ein bisschen Holz. Und jetzt Eisen brennen. So. Jetzt wird es schon wieder dunkler, oder was? Ist gefährlich hier. Astralsilber und hier haben wir Steinkohle. Und noch grüne Splitter. Earthshard wahrscheinlich, ja. Und hier ganz oben haben wir noch irgendwo ein Erz. Das ist Blaubeer. Da oben. Irgendwo hier hatten wir doch noch ein Erz. Genau hier. Mithril ist das. Das können wir abbauen. So, Packeis. Hier haben wir Gravel. Das bräuchten wir nicht. Außer für Pfeile dann.
So, die Füchse geben die Fleisch. Die geben Pelz. Ja, toll. Ja, ganz klar. Oh nein. Oh Gott. Ich müsste raus aus diesem Wald. Aber das will ich nicht. Wir sind überall. Das ist der Werwolfwald. Da ist auch ein Werwolf scheinbar. Und der stirbt. Jetzt verwandelt er sich. Oh, hier haben wir einen Eisturm. Oh, Mammut. Lol, was sind wir denn hier im Gletscher? Hey, da gibt es ja prähistorische Sachen. Ein großer Wolf. Noch ein Werwolf. Wir gehen jetzt vorsichtig hier daran vorbei, in diese Richtung. Ja, hier hat es schon ein besseres Biom dann. Ich fühle mich gerade ein bisschen gemobbt von den Monstern. Was ist das? Grafik. Ah, das ist wieder so ein Mann, der auf mich hockt. So, fertig. Mit dem Gemobbe. Der Mod scheint sehr, sehr schwer zu sein mit diesen vielen Monstern. Da müssen wir aufpassen. So. Astralsäbe, Kohle, Pineapple müssen wir da dabei lassen. Ja, weil es hier so schwer ist, werden wir mal umziehen mit den wichtigsten Sachen. Weil wir Dinge, Keep Inventory anhaben, ist das egal. Stahlingot brauchen wir nicht. T-Shirt-Map brauchen wir auch nicht mehr. Aber hier das Kupfereisen-Zinnbusch könnten wir mitnehmen. Zinn auch. Silber auch. Was ist noch wichtig? Die Ambosse. Die anderen Sachen kann ich das demnächst mitnehmen. Wir gehen am besten... Wir gehen am besten links durch. Einfach in diese Richtung. Oh Gott. Nein, nein. Einfach in diese Richtung. Können wir uns durchwarpen. Also in dieses Biom wollen wir nicht. Das ist klar. Aber dort, in dieses Biom, das ist platt.
Ja, und dieser Regen nervt mir ein bisschen. Eine Schlange. Hier haben wir Seeblumen. Deck doch mal ein bisschen auf, bitte. Ah, ja, aber hier haben wir Treibsand. Oder einfach nur Matsch. Okay, scheint mir ein bisschen sumpfig zu sein. Marsch. Das mag ich nicht so. Hier haben wir einen neuen Baum, hier haben wir einen Dungeon oder so. Eine Schildkröte. In diesem Dungeon hat es oben eine Endertruhe. Schauen wir das mal an. Eine Endertruhe. Hier haben wir Pantheons. Alles ist wieder falsch gelagert. Ah, das ist ein Dungeon, genau. So, hier können wir mal ausruhen. Dann nehmen wir diesen Dungeon als Basis halt. Hier können wir nämlich ein paar Sachen reinlegen. Zum Beispiel diese Erze, die wir nicht brauchen. So. Und ja. Wir müssen halt jetzt wieder... Schutz 1, Haltbarkeit 2. Das sind alles die gleichen. So. Ja, hier ist nichts. Hier ist der Eingang, da machen wir hier zu. Hier ist auch ein Eingang. Und hier unten machen wir dort zu. So, und hier zu. Hier ist zu. Aber hier nicht. So. Und jetzt haben wir eine Basis. Und von unten müssen wir natürlich auch noch zumachen. So, sehr gut. Ja, dann ist das unsere Basis halt. Schlicht und grässlich und weh. Aber... Basis. Ah, wir machen die jetzt lieber wieder in Option Help Space Space Group None Group All. Hier machen wir Basis. Und könnten vielleicht in dieses Biom dann hier runter Jade klippen. Das werden wir mal anschauen. Jetzt haben wir hier auch die Haussachen. Genau. Haspi-Spawner. Und hier haben wir große Insel Tropia, Spawn und erstes Lager. Okay. Also hier werden wir noch schön alles erkunden. Mal. Das ist halt nicht, gehört halt nicht zusammen. Das können wir nicht erkunden. Aber hier haben wir ja auch dieses Biom. Da können wir locker mal dann erkunden. So, wir gehen noch kurz in den Jadewald und dann beenden wir diese Aufnahmesession. So. Die müsste hier unten sein. Ja, hier sieht man es. Oh, ein schönes Biom. Ja, das ist der Jadewald.
Hier könnten wir auch mal irgendwas Riesiges bauen, also eben. Ich bin sehr begeistert von diesem Modpack. Ich werde es noch lange spielen und wenn ihr auch so richtig Freude habt, zeigt das bitte mit einem Daumen nach oben und ja, mich würde es natürlich dann umso mehr motivieren und freuen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler.